keine Angst. Ihm ist bestimmt die Flucht gelungen. Es braucht schon mehr als nur einen Drachen, um Ulfric Sturmmantel zu stoppen. Ich werde Drachen. Sie ins Haus bringen. Ihr meint wohl, ihnen helfen, unseren Met zu trinken. Viel Glück, Bruder. Genau, wenn ich nach oben gucke, ist das Epizentrum Macht dieses komischen roten Ringes. Jetzt ist zum Beispiel da. Ich weiß, wie man sich Was bedeckt ist das? Ich helfe gerne, wie und wo ich nur kann. Ich habe euch doch gesagt, dass meine Schwester uns helfen würde. Na, schön. Ah, es ist so dunkel hier. Aber zum Glück sehe ich noch was. Jetzt hätte ich ein Problem. Er sagt, dass Diebe in sind. Seltsamerweise scheint man kaum etwas mitgenommen zu haben. Ich hoffe, euch in Windhelm zu sehen. Viel Glück. Ich möchte ja nicht respektlos erscheinen. Dem Krieg herauszuhalten, aber das wird nicht mehr lange funktionieren. Er wird sich für eine Seite entscheiden müssen. Ich fürchte, er wird die falsche Wahl treffen. So würde ich das nicht sagen. Aber er und Ulfric sind einander schon seit Jahren Spinnefeind. Und Balgruuf wird sich deshalb wohl leider auf die Seite des Kaiserreichs schlagen. Aber es fällt mir schwer zu glauben, dass Balgruuf statt Ulfric Elisif bevorzugen würde. Ihr unterstützt also die Sturmmäntel? Natürlich. Fragezeichen. Das Kaiserreich war für Himmelsrand vielleicht einmal gut, aber diese Zeit ist lange vorbei. Das Verbot der Verehrung von Talos war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Überall Talmor, die Leute verschleppen, nur weil wir unsere eigenen Götter anbeten. Ich bin froh, dass Ralof hilft, sie von hier zu vertreiben. Wenn ich etwas jünger wäre, hätte ich mich vielleicht sogar selbst in die Schlacht gestürzt. Was hätten wir noch? Kann ich hier irgendwo frische Vorräte kaufen? Mit Vorräten? Meint ihr sicher Waffen und Rüstungen? Alvor kann euch helfen. Er ist unser Schmied. Oh, yeah. Was könnt ihr mir über Flusslauf erzählen? Ich glaube, auch meine Stadt. Aber das stimmt nicht. Das Land und die Stadt gehören dem Jarl von Weißlauf. Ich bezahle nur meine Steuern. Habt ihr Vorräte, die ich nehmen könnte? Komisch. Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen. Naja, nee. Mehr brauche ich. Ja, okay, gut, das war's dann. Wie komme ich von hier nach Weißlauf? Wer ist Elisif? Oder Elisif? Nichts als eine Marionette des Kaiserreichs, nun da Torik tot ist. Ulfric wird dafür sorgen, dass sie niemals als Großkönigin den Thron besteigt. Ulfric hat den Großkönig getötet? Ermordet, aber es war eine legitime Herausforderung, gemäß unserer Bräuche. Ulfric schimpfte ihn ein Verräter an Himmelsrand und hat ihn in einem Duell getötet. Naja, also gibt es momentan keinen Großkönig. Und die wird so lange nicht zusammentreten, bis eine der beiden Seiten den Krieg gewonnen hat. Aber macht euch keine Sorgen. Ulfric ist unser rechtmäßiger Großkönig. Er wird das Kaiserreich verjagen und Himmelsrand wird endlich wieder Ruhe haben. Gut, haben wir alles gefragt. Geh mal wieder bis zurück. Zum nächsten Mal. Jo, bye bye. Was ist...
Ah, das ist das Symbol von Weißlauf. Nee, nicht Weißlauf, Flusslauf. Handelskontor, okay. Flusswald, so, jetzt also. Was haben wir hier als Text? Nun, anscheinend nichts. Ein Fluss muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollen wir denn tun? Sag doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Na okay, ich klaue jetzt einfach so in den Dingern hier. Hier kann man ja wirklich schlimm belangt werden. Vielleicht könntet ihr meinen dickköpfigen Mhm, interessantes Zeug. Und hier kann ich wahrscheinlich schön verkaufen. Das war cool. Was haben wir hier? Kleine Heilung, Feuerresistenz und Regeneration. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Na, dann, was hast du anzubieten? Das Flusswald-Handelskontor hat alles, was man sich von einem gemischtbaren Laden wünschen kann. Ist etwas passiert? Ups, hab ich überprüft. Ja. Es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warengebot. Die Einbrecher haben nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold. In den Form einer Klaue. Bitte nicht. Ich könnte euch helfen, die Klaue zurückzuholen. Einen Führer. Bei den Acht. Na schön. Aber nur den Schlafen. Verkauft ihr Zauber? Oh yeah. Müsst ihr die Akademie von Winterfest gehen? Gegenstände über dem Trennstrich. Ach nee. Ach so, okay. Der Trennstrich, der horizontal ist, der hier dazwischen ist. Gehören dem Händler. Gegenstände unterhalb des Trennstrichs gehören dir. Um einen Gegenstand zu kaufen oder zu verkaufen, wähle ihn aus und drücke E. Ja, genau. Das ist der ominöse Trennstrich zwischen Sonstiges und Nefari. Gut. Also Pfeile können ja eigentlich. Also die Waffen behalte ich jetzt erstmal. Bekleidung kann allgemein weg, die ich nicht angelegt habe. Was bedeutet dieses mit dem nach oben? Das ist, ich kapiere das mal nicht. Vor allem die hier. Rüstungswert. Armschienen. Gibt es noch irgendwo anders irgendwelche Armschienen? Ah. Nee, also ich glaube, hier wird nichts angelegt, sondern nur verkauft und so weiter halt. Das Ding kann weg. Das Ding kann auch weg. Novizenrobe. Nee. Das ist Magierrobe zeigt. Das lasse ich mal lieber bei mir. Leichter Helm. Da kann weg. Stiefel. Da können zwei weg. Die Rüstung. Da können auch zwei weg. Kaiserliche Stiefel. Rüstungswert 7. Ja, 11. Die können auf alle Fälle alle weg. Kaiserliche leichte Rüstung. Rüstungswert 25. Ne, das kann alles weg. Leichte Armschienen, Rüstungswert 7. Rüstungswert 11. Okay. Die können alle weg. Eisenschild, den, keine Ahnung, vielleicht brauche ich den ja noch irgendwann mal. Eisenhelm 17. 19. Okay, da kann der nicht mehr weg. Und beschlagene Kaiserrüstung 25. Die kommt weg.
Wunderbar. Ich habe Redekunst verbessert.